Moin Moin, willkommen zurück bei Wildsing und einem Video der Kategorie Nostalgie. Ja, ich habe mal wieder in den grauen Zellen gekramt, beziehungsweise man muss eigentlich eher sagen, an meiner alten Pinnwand, wo ich alle Tickets und so weiter als Andenken gesammelt habe. Früher hat man so einen Scheiß gemacht, heute könnte ich das gar nicht mehr bei den vielen Konzerten, die man inzwischen gesehen hat. Aber da ist mir eine Sache ins Auge gefallen und da dachte ich, da kann man doch mal ein erwähnenswertes Nostalgie-Video drüber machen. Und zwar dieses Ticket, das schon zur Hälfte abgerissen worden ist, von 2006, und zwar von der Rocket Ride World Tour 2006. Edguy, Special Guest, Dragon Force, wann war das? 22. Februar 2006, 19:30 Uhr, in der Turbinenhalle in Oberhausen, die natürlich auch immer noch fleißig Konzerte machen. In der großen Turbinenhalle, muss man dazu sagen, Edguy, 2006, die waren mit ihrem Rocket Ride Album damals mega erfolgreich. Charts ganz, ich glaube Platz 6 oder 5 der Charts, nicht ganz oben, aber ziemlich, ziemlich weit oben. Und das in einer Zeit, wo Charts ja fast noch was bedeutet haben, 2006. Und da war ich damals mit zwei meiner Brüder und mit inzwischen der Frau meines einen Bruders, mit der ich auch das Magazin hier gestartet habe. Und was ich daran so erwähnenswert finde, ist: Edguy waren 2006 eine Riesennummer. Der Shit. Absolut. Special Guest Dragon Force. Wisst ihr, wer die erste Vorband war, die hier nicht mehr auf dem Ticket erwähnt wird? Sabaton. Sabaton. Ganz im Ernst, wenn man 2023 diese Tour nochmal veranstalten würde, sieht das Line-Up so aus. Ich habe das nur ein Symbol gemacht, weil die hier nicht draufstehen. Aber überlegt mal, wo die Bands heute sind und wo die damals waren. 2006 wusste man schon, Sabaton wird mal ein Ding. Das wird wirklich mal ein Ding. Die waren richtig krass. Die habe ich auch in dem Jahr auf dem Rockhard-Festival gesehen. Irgendwo in der Mittagszeit. Richtig, ne, war noch ein Ding. Aber ihre Militärhosen, also so groß optisch haben die sich nicht verändert. Die hatten halt keinen Panzer auf der Bühne, aber stilistisch sind die ja nicht so nicht weiterentwickelt. Die haben ihr Dinger straight durchgezogen. Dragon Force, nie meine Band. Nintendo Metal, die hatten Trampolin auf der Bühne und haben die heute noch grauenvoll. Und Edguy, der heiße Scheiß überhaupt. Die haben eine so erfolgreiche Zeit gehabt. Eine der erfolgreichsten Metal-Bands zu der Zeit in Deutschland. Und wie sieht 2023 aus? Wie hat sich das entwickelt? Ja, Edguy sind niemand mehr. Ich weiß nicht, wann das jetzt der Edguy-Album rausgekommen ist. Tobias Sammet hat ziemlich viel auf Aventasia gesetzt, ist damit aber auch super erfolgreich. Tobias Sammet und Aventasia sind voll der Shit geworden und man muss jetzt dazu sagen, das ist so familienorchestraler Power Metal geworden. Die ersten Aventasia fand ich richtig gut, als sie noch wirklich Power Metal waren, aber dieses mit 1000 Gastsängern, das ist alles nicht mehr meins. Aber der hat schon so seinen Weg gefunden, nur Edguy leiden darunter. Edguy sind, die sind, ich weiß nicht, ob die es überhaupt noch gibt. Vielleicht sind sie tot, vielleicht nicht. Aber ich weiß auch nicht, wann die das letzte Album rausgebracht haben. Vielleicht liegen die auf Eis aufgrund von Aventasia, weil Tobias Sammet halt auf das sichere Pferd gesetzt hat. Wirtschaftlich korrekte Entscheidung. Dragon Force sind riesig geworden. Aber von Sabaton brauchen wir gar nicht reden. Sabaton war damals die erste Vorband in der Turbinenhalle. Heute spielen die Lanxess Arena. 24.000 Leute. Also 24.000 Menschen passen da rein, Leute. So, alter Verwalter. Und Dragon Force spielt jetzt auch wahrscheinlich Turbinenhalle alleine. Könnte sogar noch eine Spur größer sein. Weiß ich nicht. Eine schwierige Band. Auch keine Ahnung, ob es die noch gibt. Aber Edguy, das große Ding. Ey, die würden heute nicht mal die Vorband zu Sabaton wahrscheinlich bekommen. Wahrscheinlich würden sie sie bekommen. Aber der wird ja alles auf Aventasia setzen. Aber ich finde es spannend. Und wir reden da jetzt doch letztlich nur von 17 Jahre Unterschied bald. Fast auf den Tag genau. Sogar. Wie Turnaround. Wie krass Upside Down das sein kann. Dass sich so ein Line-Up letztlich heute genau umdrehen würde. Dragon Force wären immer noch in der Mitte. Ganz oben wären Sabaton. Edguy wäre die erste Vorband. Eine Power-Metal-Hard-Rock-Band. Die haben ja so ein bisschen beides versucht. Auf die längst verbrannt ist. Ich meine, klar, so Mandrake-Zeiten waren cool und Hellfire Club fand ich super geil. Das ist ein totales Teenie-Album von mir. Und Rocket Ride sind damals richtig krass rausgekommen, das Album. Muss man wirklich auch sagen. Und die haben halt mit sehr poppigen Songs halt auch, aber halt haben die den Weg in den Charts gefunden. So, und dann verschwinden die völlig. Sabaton geht konstant weiter nach oben, oben, oben. Und ehe man sich versieht, spielt so eine Band wie Sabaton, die damals den Opener für so ein Konzert gemacht haben, spielen halt einfach mal fucking Lanxess Arena. Dragon Force sind auch nicht gerade klein. Und und Edguy sind irgendwie unten durch. Also ich fand es total spannend, als ich das Ticket gesehen habe, weil das echt schon 17 Jahre her ist. Fuck, ist das lange her. Und das war irgendwie eine seltsame Zeit. Also, wie groß Edguy damals war. Nur Sabaton, die erste Vorband.
So, das habe ich ein paar Mal erlebt. Also es gibt das ähnlich mit Gamma Ray und Powerwolf. Ich habe Powerwolf als Vorband von Gamma Ray gesehen. Das würde heute auch ganz anders aussehen. Aber wie krass dann, und das sind nur 17 Jahre, musikhistorisch ist das jetzt nicht so mega viel, ist das schon auch brisant, würde ich tatsächlich sagen. Brisant. Oder auch schade zumindest für Edguy, weil eigentlich waren die auf einem coolen Weg, aber ey, ich habe die nicht ohne Grund auch aus den Augen verloren. Nicht, weil ich Power Metal irgendwann echt blöd fand, sondern Tatsache auch, weil die Alben nicht mehr so gut waren. Also mit Hellfire Club und Rocket Ride hatten die natürlich auch schon, den Zenit erreicht, hätte ich Tatsache gesagt. Dann hat er vielmehr, glaube ich, auch kreativ auf Aventasia gesetzt und dann geht so eine Band wie Edguy einfach unter. Ist ja auch okay. Manche Sänger müssen sterben. Wir sterben alle mal so. Und warum nicht auch Edguy? Aber dass dann Sabaton hingegen so einen krassen Start hinlegen. Ich meine, die sind mit ein paar anderen Handvoll Bands die einzigen, also die jetzt nicht Legenden aus den 80ern sind, Arena-Bands der neuen Zeit. Also mit Volbeat, mit Amon Amarth. Sonst macht das sowas doch nur Iron Maiden, Ozzy, Judas Priest. Ne? Und da ist das schon krass, wie Upside Down so ein Line-Up sein kann. Da merkt man irgendwie auch, dass man alt wird. Tatsächlich. Denn das war 2006 echt noch so ein Ding. Edguy und dann Sabaton als Vorband und heute sieht die Welt ganz, ganz anders aus. Da sieht man immer, wie es gehen kann. Ich meine, mir zeigt es auch immer, das ist ganz spannend, und so mal das Witzige an diesen Nostalgie-Videos, wie krass man eigentlich doch dabei war in solchen Phasen. Ich meine, die Leute sind immer hinterher und sagen, ey, da muss ja damals krass gewesen sein, Iron Maiden zu sehen. Ich habe damals Sabaton gesehen. Ja, jetzt sagen viele Trueheads, aber Sabaton sind aber voll scheiße. Du, mag sein, ist jetzt auch nicht meine Lieblingsband. Aber ich war dabei, als die groß rausgekommen sind. Und das habe ich bei vielen Bands inzwischen erlebt. Wenn man lang genug dabei ist und auch immer auch den kleinen Sachen Chance gibt, klar, wenn man immer nur die Legenden sieht, dann wirst du nichts Neues entdecken. So. Also nichts, keine Geburtsstunde miterleben, meine ich. Und das ist schon krass, dass man das dann, wenn man immer dabei ist, ja, so miterlebt. So viel auf jeden Fall zu dieser Nostalgie-Nummer, Rocket Ride Tour 2006, Edguy. Wart ihr auch dabei? Habt ihr das damals mit Edguy auch mitbekommen? Und habt ihr auch Sabaton dann in ihrer Frühphase als Vorband gesehen? Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Absolut spannend. Also ich wette, der ein oder andere von meinen Viewern wird draußen auch bei der Tour bei gewesen sein. 100%. Das war damals ein Ding. Das war einfach damals ein Ding. Und auch alle Black-Metal-Heads und weiß der Henker was, haben sich hier und da Power-Metal gegeben. Spätestens bei Hammerfall ist der ein oder andere weich geworden. Kommt schon, seid ehrlich. Deswegen schreibt mal, ob ihr auch damals dabei wart, wie ihr das so seht. Welche Beispiele ihr vielleicht auch noch kennt für so völlige Upside-Downs. Ist ganz spannend. Ich fand es witzig, das Ticket mal wieder in der Hand zu halten, auch wenn es schon zur Hälfte zerrissen war. Aber absolut spannend. Also das war wirklich, das war eine witzige Sache irgendwie. Echt krass, wie sich die Welt in 17 Jahren doch ändern kann tatsächlich. Ja, soviel zu meinem Nostalgie-Video. Ich bin mal gespannt, was von euch an Resonanzen kommt, wie ihr die Sache seht, aber ob da wirklich auch viele bei waren. Ganz spannende Geschichte und tippt das fleißig ein. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten abonniert den Kanal, hier gibt es viele Videos zu Metal. Und mal sehen, was wir als nächstes haben. Bis dahin, ciao, ciao.